Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ein neues Video zu Suicide Squad Killer Justice League steht an und ich habe euch einiges herausgesucht für das heutige Video. Wir möchten uns vor dem Start von dem Game einfach nochmal auf eine ganz wichtige Sache konzentrieren, nämlich auf den Loot. Ein Loot-Shooter braucht natürlich geilen Loot und dafür habe ich ziemlich viel zusammengesammelt, über das wir heute sprechen möchten. Falls ihr euch also noch nicht ganz sicher seid, wie der Loot in diesem Game funktioniert, worauf ihr euch da vielleicht freuen könnt, dann seid ihr bei diesem Video heute genau richtig. Lasst uns anfangen. Wir haben bei dem Loot in Suicide Squad viele unterschiedliche Seltenheitsstufen, die werden wir nachher auch nochmal im Großen und Ganzen anschauen, aber wir beziehen uns heute besonders auf die drei seltensten Typen und das fängt mit legendär hier an, die sind gelb. Und ihr seht jetzt hier zum Beispiel, dass solche Effekte wie hier Starlabs drauf sein können. Und hier steht zum Beispiel kalkulierte Effizienz. Der eigentliche Treffer macht 0 Schaden, aber er verteilt sich dann in 6 gleich schlimme, sage ich mal, Granaten, die richtig gut reinhauen. Er macht also wahrscheinlich einen größeren Flächenschaden mit diesem Starlabs. Und das gibt auch eine Eigenheit für diesen legendären Gegenstand. Und je nachdem, was ihr natürlich dann da drauf habt, habt ihr einen anderen Effekt drauf. Das ist das Erste bei diesen legendären Sachen. Dann haben wir aber auch noch hier einen Bonus drauf, nämlich ihr bekommt hier entweder Schildladungen für euer Charakterschild, damit ihr eure Leben beschützt. Ihr könnt aber auch ein paar Schadensbooster bekommen oder eben zusätzliche Munition für eure Waffe. Und hier kann es auch variieren, was ihr einfach auf dem Item drauf habt. Hier haben wir schon mal zwei verschiedene Modifikatoren, sage ich mal, für legendäre Items. Und das ist natürlich für jeden Slot, den man ausrüsten kann. Für unterschiedliche Items kann da was anderes dabei sein. Ganz zu schweigen natürlich von Affixen, wo ihr auch seht, dass die Affixe verschiedene Stufen haben, Wertigkeiten, hier grün und hier lila. Und da sind auch natürlich unterschiedliche Effekte drauf, aber die sind auch unterschiedlich hoch von den Prozentwerten. Dann schauen wir hier in das Menü, was ihr nämlich bei Ivy, denke ich mal, vorfinden werdet. Ihr könnt von jedem Helden die Nahkampfwaffe sozusagen mit Afflictions versehen. Hier zum Beispiel Deep Freeze. Ihr habt aber mehrere Möglichkeiten, hier Afflictions drauf zu tun. Es gibt nicht nur Frost, es gibt auch eine Sache, die vergiftet sozusagen und auch noch anderweitige Afflictions. Das sind quasi Zustände, die auf den Feind übertragen werden, wenn ihr mit eurer Nahkampfwaffe vom jeweiligen Helden die Feinde trefft. Hier haben wir den Boomerang von Captain Boomerang. Bei Harley Quinn wäre es zum Baseballschläger. Beim King Shark wären es Macheten oder Sicheln und bei Deadshots wären es die Wrist Cannons, die er hat. Und hier habt ihr eben, dass ihr mal gucken könnt, was hier an Affixen sozusagen für diesen Frosteffekt drauf ist, was das verursacht. Ja, also fallende Feinde zum Beispiel, die Fallschaden bekommen plus 1000% Schaden. Also wenn man die irgendwie vom Dach runter wirft, während sie gefrostet sind und die schlagen unten auf, kriegen sie wahrscheinlich mega viel Damage, so verstehe ich das momentan zumindest. Wenn man die Feinde gefrostet hat, dann kriegen sie 200% mehr Schaden von Schusswaffen. Das heißt, es macht Sinn, die erstmal einzufrieren eben mit der Waffe und dann mit den Schusswaffen draufzuhalten, um einfach einen besseren Damage rauszuholen. Aber man hat hier auch Critical, also Nullifies, Critical Hit Chance on Frozen Enemies, ja, dass der Schaden sehr stark reduziert ist. Das heißt, es hat nicht nur Vorteile, wenn die Feinde gefrostet sind, es hat auch Nachteile. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool. Denn hier muss man oder kann man dann drüber nachdenken, ja, wenn ich hier weniger Critical Hit Chance habe oder gar keine Critical Hit Chance mehr habe, dann ist das natürlich ein definitiver Nachteil. Oder dass wir auch keine Ammo-Drop-Chance haben von gefrosteten Feinden, wenn wir knapp mit Munition sind, haben wir hier überhaupt keine Chance, Munition zu bekommen. Dann muss man nochmal drüber nachdenken, was man tut. Was ich auch ganz nett finde, ist hier noch der Effekt, der auf der Waffe drauf ist, nämlich, dass die Nahkampftreffer Feinde innerhalb von 10 Metern in Slow-Motion-Effekt für 5 Sekunden versetzen. Das heißt, wir haben einen Freeze-Effekt, aber wir haben auch einen Slow-Motion-Effekt. Und im Slow-Motion-Zustand gibt es weitere Boni oder Effekte auf anderen Items drauf, die sich irgendwie ergänzen, wenn zum Beispiel Feinde im Slow Motion sind oder Feinde im Frost sind. Und so kann man dann Kombinationen mit anderen Items
schaffen. Dann habe ich hier was für euch einfach nochmal festgehalten, was man im Ladebildschirm manchmal sehen kann. Also man kann sich dann wohl, wenn man irgendwo in Metropolis umherzieht, einfach auch die Map aufmachen und sich dann mit einem Klick in die Basis, Hall of Justice ist die Basis, und da kann man dann hin zurückkehren. Hier wird einfach nochmal gesagt, dass der Penguin zum Beispiel eher der Waffenhändler ist und neues Gear craften kann, dass Ivy die Afflictions auf die Nahkampfwaffen macht und den Toyman, um die Ausrüstung zu modifizieren und die Affixe zum Beispiel anders auszurollen. Das gibt es halt als Möglichkeiten in der Hall of Justice, wo sich die NPCs dann versammeln. Hier gibt es aber noch einen weiteren Hinweis, den ich bisher auch kaum irgendwo gesehen habe, nämlich ihr könnt Care Packages als Belohnung bekommen von Aaron Cash. Und der kann euch etwas ermöglichen, wenn ihr Drohnen jagt. Und das ist hier nämlich im nächsten Bildschirm. Es fliegen immer Drohnen herum in Metropolis und ihr könnt die anscheinend zerstören. Und die haben irgendwie Menschen gefangen, ja, und transportieren die irgendwo hin für den bösen Brainiac. Und wenn ihr die Menschen hier rettet, dann könnt ihr, und je mehr Menschen ihr rettet, desto bessere Belohnungen könnt ihr bekommen von diesem Aaron Cash. Dazu aber gleich auch noch ein bisschen was. Und ihr könnt den Colonel Flag besuchen. Und last but not least, es gibt eine Gun Range. Hier könnt ihr neue Waffen ausprobieren. Es wird also sozusagen ein Testcenter geben für Waffen, für Builds, für Damage Builds, dass ihr gucken könnt, ob die Zahlen dann auch stimmen für das, was sie da zusammengebastelt hat. Dann gucken wir uns nämlich kurz auch das hier an beim Aaron Cash, was ich euch gerade erzählt habe. Also, ihr erhöht hier einen Rang, und je höher der Rang, umso besser sind die Belohnungen. Hier steht zum Beispiel ein Timer, ja, und dann steht hier, dass ihr schon Rang 3 bekommen habt, also blau zum Beispiel, aber hier steht auch Available Tomorrow. Es ist für mich sowas wie eine Daily, weil hier steht es ja auch nochmal dran mit Daily. Also eine Daily-Sache, die man hier erledigen kann, um guten Loot zu bekommen, finde ich fein. Dann gucken wir uns noch ein bisschen die Set-Items an, die Infamy-Set-Items. And Bob's Your Uncle. Also Penguin gibt es hier einen Bonus von diesem Set. Das Set besteht aus zwei Teilen. Und wir haben hier den ersten Bonus, wenn man also diese Granate zum Beispiel ausgerüstet hat. Hier gibt es auch Tier 1. Ich gehe stark davon aus, dass es hier Tier 2 und Tier 3 noch gibt. Und dann gibt es andere Boni. Das haben sie nämlich in einem Livestream ja kürzlich gesagt, dass es von diesen Sets immer verschiedene drei Tiers gibt. Und die sind nicht nur stärker, sondern die haben andere Boni. Ja. Und das finde ich richtig cool. Also hier ein sehr defensiver Build, der mit Frozen, mit dem Effekt funktioniert oder den ausnutzt, damit man 2% Schildladung regeneriert. Das finde ich cool, das ist gut. Dann den 2-Piece, den 2-Stück-Bonus, den man bekommen kann. Also man kann mit der Fortbewegungsattacke kann man keinen Schaden anrichten, aber man hat eine 100% eine garantierte Chance, dass man alle getroffenen Feinde einfriert. Und das ergänzt sich ja dann mit dem ersten Bonus, den man hier sieht. Ich finde es cool. Und diese Traversal Attacks, glaube ich, habe ich im Klassenvorstellungsvideo auch ein bisschen was teilweise durcheinander gebracht. Das ist noch keinem aufgefallen, aber ihr habt einmal einen Suicide Strike, der markant ist für jede Klasse. Aber jede Klasse hat auch eine Traversal Attack, die besonders ist für jeden einzelnen Helden. Dann gehen wir aber weiter und gucken uns mal das hier an. Spare Parts and Elbow Grease Tier 1. Das ist ein Gizmo-Bonus, der hier drauf. Plus 50% Schaden an brennenden Feinden. Und der Zweiteiler-Bonus, Granaten machen 50% weniger Schaden, haben aber eine 100% Chance, alle getroffenen Feinde zu verbrennen. Also eine feine Sache, um die Feinde einfach in den Zustand zu bekommen, um mehr Damage drauf zu fahren. Wenn dein Schild gebrochen ist, dann setzt du einen Schwall von Diablos Blaze frei, der alle Feinde innerhalb von 15 Metern verbrennt. Das kann nur alle 30 Sekunden passieren. Also hier auch nochmal ein schöner Burning-Effekt, der sich sehr gut ergänzt mit dem, was sonst noch so drauf ist. Und dann sehen wir zum Beispiel, dass ein Affix drauf sein kann, plus 21% Granatenschaden auf brennende Feinde. Ja, sowas ergänzt sich dann natürlich hervorragend. Wir gehen weiter, gucken uns das mal an, nämlich, dass wir auch Mods haben können, die zu einem Infamy-Set gehören. Und das ist hier zum Beispiel dieses Lex
2, The Cost of Business. Plus 50% kritische Trefferchance auf rohe Feinde. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Zustand ist oder ob das ein Feindestyp ist. Ich glaube jetzt mal, es ist ein Feindestyp. Falls ihr was anderes wisst, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Dann der Zweiteiler-Bonus ist, kritische Treffer generieren 1% Suicide Strike Resource. Ihr müsst ja diesen Suicide Strike aufladen, damit ihr entzünden könnt. Und das hilft dabei. Dann die Traversal Attacks machen 50% weniger Schaden, haben aber eine 100% Chance, alle Feinde zu elektrifizieren. Also auch noch ein cooler Effekt hier dabei. Dann auch noch nicht zu verachten, hier zum Beispiel dieses Affix plus 37,5% Schaden an Feinden, die 25 Meter oder weiter weg sind. Also auch eine coole Sache, besonders für Boomerang oder für Deadshot, die natürlich mit Sniper Rifles auf jeden Fall 25 Meter packen könnten und damit noch mehr Damage rausholen. In diesem kleinen Fenster, das habe ich euch rausgeholt, damit ihr einfach sehen könnt, was hier los ist. Hier haben wir schon einige Hinweise an diesen Symbolen, was uns bei diesen Notorious Items so erwarten könnte. Ne? Also hier, ich denke mal Gizmo zum Beispiel. Und das hier haben wir auch schon gesehen. Black Mask war noch was. Und dann sehen wir hier einfach nochmal die Raritäten, sag ich mal, die Seltenheiten von den Items gewöhnlich und so weiter. Grün, eigentlich Richtung Blau, Lila. Dann kommen wir hier zu Legendär. Dann kommen wir zu Notorious und hier ist Infamous. Ja, das, was wir jetzt teilweise schon gesehen haben, diese roten Items. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel nämlich Black Mask. Also war ich hier nicht falsch, das ist Black Mask, wie ihr seht. Dann könnt ihr euch jetzt auch schon mal ausdenken, wie viele Sachen da zum Start wahrscheinlich dabei sind, was Notorious Items zum Beispiel angeht. Und die haben meistens noch was sehr Einzigartiges an sich, diese Notorious Items, nämlich, dass sie etwas Bestimmtes dem Feind zufügen. Und das sehen wir hier. Und das hat nur diese Black Mask Notorious Waffe, sag ich mal. Nämlich jeder getroffene Feind mit dieser Waffe bekommt die Markierung von Black Mask. Also eine coole Sache. Wir denken gerade noch an den Feuerschaden, was wir vorhin hatten. Ich glaube, es war Gizmo. Ne? Und hier hätten wir eine coole Kombi mit Black Mask, dem Item hier. Nämlich, wenn wir es schaffen, 3 verschiedene Feinde zu markieren innerhalb von 9 Sekunden, dann führt es dazu, dass alle diese 3 markierten Feinde explodieren und eine Brandwelle quasi freisetzen und die greift auf alle nahen Feinde über. Und wenn die Feinde dann natürlich brennen, hätten wir mit diesem Gizmo-Set noch mehr Schaden an brennenden Feinden und hätten noch mehr Damage im Gepäck. Und so sieht man eine schöne Ergänzung einfach, was hier entstehen kann. Wir gehen aber noch hier zu diesem Punkt, nämlich unbedingt gucken wir uns an, es gibt Loadouts. Feine Sache, oder? Also wir haben zu Release Loadouts, die wir speichern können und wir können das dann auch schnell wieder laden per Knopfdruck und so einfach unser gesamtes Gear abspeichern in der Kombination, einen anderen Build machen und den dann wiederum dann zurückladen und diese Kombi einfach herzustellen, ja? Das finde ich mega gut, dass es das dabei hat. Nicht jedes Game und auch nicht jeder Loot Shooter hatte das zu Release dabei. Hier haben wir es direkt zu Release. Um das Ganze noch ein bisschen jetzt zu beschleunigen, damit wir noch einen Punkt hinbekommen hier heute beim Video. Hier haben wir noch eine Waffe, die zum Black Mask Notorious Zeug gehört. Eine Minigun hier an der Stelle. Und hier haben wir wieder den ähnlichen Effekt. Nur ist es jetzt ein kürzeres Zeitfenster. Ihr müsst es innerhalb von 6 Sekunden schaffen, 3 verschiedene Feinde zu treffen, damit diese Feuerexplosion stattfindet. Und das ist natürlich deutlich wahrscheinlicher, mit einer Minigun innerhalb von 6 Sekunden zu schaffen, anstatt mit einer Sniper Rifle innerhalb von 9 Sekunden. Das, denke ich, ist jedem klar. Und damit sind wir erstmal am Ende mit dem Video. Ich hätte eigentlich noch viele Items mit im Gepäck, denke aber von der Länge vom Video her reicht es jetzt erst einmal. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob wir noch mehr Items durchsprechen sollen in einem anderen Video. Würde ich natürlich auch gerne machen, damit ihr einfach die Effekte noch weiter sehen könnt. Besonders von legendären Items, die auch nicht zu verachten sind, wie ich finde. Und ich denke aber, dass ihr heute im Video trotzdem einen ganz guten ersten Eindruck bekommen habt, was diese besonderen Items so hergeben. Es gibt die Möglichkeit, früh im Game ein Item zu finden und das dann durch die NPCs weiter pushen zu können, verbessern zu können, sodass man es durch das gesamte Spiel eigentlich mitnehmen kann und das Item nie seinen Wert verliert. Denn wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, früher gab es einen Gearscore in diesem Game, aber letztes Jahr haben
die von Rocksteady dafür gesorgt, dass es kein Gearscore gibt. Und es geht jetzt vielmehr darum, sich einen guten Build zusammenzupuzzeln mit dem Loot, den man findet, und geile Kombinationen einfach zu suchen und zu kombinieren, damit was Cooles rauskommt für euren Helden und für euren Spielstil. Ich freue mich auf alles Weitere, was das Game angeht. Wie gesagt, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr mehr zu Suicide Squad haben möchtet von mir, wird auf jeden Fall einiges kommen und auf Twitch wird es gestreamt. Bis bald, Leute. Macht's gut und ciao. We'll be right back.